Zwei Brüder, eine Leidenschaft. Und ein Name, den die ganze Welt kennt. Wir haben einen Bekanntheitsgrad wie Mercedes-Benz, leider nicht die gleichen Umsätze. Gelb, süß, hochprozentig. Eierlikör. Wenn ich jemandem sage, wo ich arbeite, kommt jedes Mal, ach, das ist doch IRL Verporten. Ein genialer Slogan, denn es geht ums Ei und nur ums Ei. Es hat aus der Familie eines flämischen Händlers eine Dynastie gemacht. Deren Erfolg basiert auf einem einzigen Produkt, dem Eierlikör. Und das seit fast anderthalb Jahrhunderten. Die Brüder Dirk und William Verporten teilen eine große Liebe. Sie ist massiv, schwer und laut. Ihre Harley. Wenn die beiden in der Eifel unterwegs sind, ganz in der Nähe der Firma in Bonn, geht es mal nicht um Likör, sondern nur um den Fahrtwind im Gesicht, den dröhnenden Sound in den Ohren und die PS unterm Hintern. Sie sind die fünfte Generation der Eierlikör-Dynastie. William Verporten leitet das Unternehmen heute. Sein jüngerer Bruder Dirk ist Teilhaber. Ihr Vater Viktor sorgte dafür, dass Eierlikör das Getränk des Wirtschaftswunders wurde. Zu Gast in jedem Wohnzimmer, im Likörglas und im Fernsehen. Ach, sieh mal, den haben wir ja auch. Verporten Eierlikör. Ja, genau das Richtige für den gemütlichen Fernsehabend. Also ich erinnere sehr wohl, dass der Vater natürlich den Einschaltplan hatte, wann welche Werbung gebucht wurde, geschaltet wurde. Und da war es natürlich ein Muss, dass wir guckten, ob wir auch wirklich für das viele Geld, was die damals verlangt haben, ob wir da doch wirklich von vorne bis hinten dabei waren. Und da haben wir natürlich drauf gefiebert und gewartet. Verporten Eierlikör. Ei. Und das Wichtigste dabei ist das... Ei, 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 Verporten, Verporten aller Orten. Verporten, meistgekaufter Eierlikör der Welt. Die Werbung zeigte Wirkung. Kaum ein Kaffeekränzchen ohne Eierlikörchen. Die Zeiten änderten sich. Und mit ihnen die Werbung. Verporten mit Limo. Und natürlich pur. Doch heute muss man sich in der Firma schon etwas mehr einfallen lassen. Eierlikör bleibt halt Eierlikör. Nicht gerade ein hippes Modegetränk. Wenn ich mit meinen Freunden über Verporten gesprochen habe, haben viele gesagt, ach, das trinkt ja meine Oma immer. Darum sollen jetzt Isabel Kornau und Laura Vogel dabei helfen, dass aus dem Likörchen zum Kaffeeklatsch ein cooler Longdrink für den Abend wird. Und der heißt dann zum Beispiel Yellow Red Sweetie, Flirt oder Bahia Splash. Und dann muss alles auch noch über die richtigen Kanäle beworben werden. Die Herausforderung für uns ist halt, von diesem Vorurteil wegzukommen, dass es halt nur für ältere Leute ein Getränk ist. Und da halt so eine gewisse Dynamik und Vielfalt reinzubringen, dass es auch jüngere Leute anspricht. Aber natürlich soll der dynamische Drink auch der Stammkundschaft schmecken. Ein schwieriger Spagat. Am Anfang der Geschichte steht das Ei. Genauer gesagt, viele Eier. Sehr viele Eier. Bis zu 1,2 Millionen werden am Tag hier in Bonn angeliefert. Sie kommen aus der Region. Das heißt, einem Umkreis von rund 200 Kilometern, sagt die Firma. Stammen aus Bodenhaltung und sind Güteklasse A. Nichts ist sensibler als das Ei, denn insofern verlassen wir uns nicht auf eine Eisuppe angeliefert im Tankwagen von Belgien, sondern wir wollen das lieber selber tun. Auch bei dieser Masse an Eiern reicht ein einziges aus, um eine ganze Charge Eierlikör zu verderben.
Darum wird aus jeder Palette ein Ei entnommen und im firmeneigenen Labor untersucht, bevor alles weiterverarbeitet wird. Hier begann die Geschichte, in Heinsberg bei Aachen. Dorthin verschlug es vor rund 200 Jahren die flämische Familie Verporten. In der Hochstraße eröffnete der Sohn der Familie in den 1870er Jahren ein Geschäft für Spirituosen und Kolonialwaren. Der Name des Gründers? Eugen Verporten. Der hatte eine gesamte Bandbreite gehabt an Spirituosen. Und da hieß es auch immer, da wäre Wein abgefüllt worden. Und wenn der umkippte und wurde Essig, dann gab es natürlich auch Gurken. Das liegt ja relativ nah. Speck, Kaffee, Margarine, Tabak. Bei Eugen Verporten gab es so ziemlich alles, was man zum Leben brauchte. Das Herz des Unternehmens war aber die Likörfabrik. Hier stellte Eugen auch den Eierlikör her. Das Rezept hatte seine Familie aus der flandrischen Heimat mit nach Heinsberg gebracht. Interessanterweise verkaufte er den Likör in der Hochstraße schon damals unter dem Namen Advokat. Und diese Geschichte hat erstmal gar nichts mit Eiern zu tun. Sie spielt am Amazonas. Hier, so heißt es, entdeckten niederländische Seefahrer ein Getränk, das die Ureinwohner aus einer seltsamen Baumfrucht herstellten. Gelb, süß und hochprozentig. Hauptzutat: Avocado. Die Niederländer liebten es. Versuche, die Frucht in der Heimat anzubauen, scheiterten leider. Man suchte nach einem Ersatz und landete beim Eidotter. Von der Avocado blieb aber der flämische Name, Advokat. In Heinsberg liefen die Geschäfte gut für die Familie Verporten. Eugens Söhne gründeten in der Nähe eigene Unternehmen. Heinrich eröffnete, wie sein Vater, ein Geschäft für Likör und Kolonialwaren. Josef Verporten verkaufte unter anderem Grundnahrungsmittel. Und Philipp wurde Kohlenhändler. Doch die Zeiten waren schwierig für Kaufleute. Das Kohlenlager schloss bald wieder. Und auch Heinrich musste seinen Laden aufgeben. Nur ihren Eierlikör verkaufte die Familie nach wie vor. Aber dann brach der Erste Weltkrieg aus. Nach dem Krieg besetzten die Franzosen das Rheinland. Das Problem für die Likörfamilie: auf die Einfuhr der Rohstoffe musste sie nun Zölle bezahlen. Und das war nicht alles. Die Besetzung des Rheinlands hat enorme Probleme für Unternehmen gebracht. Man musste ja alles, was in Rheinland hergestellt wird, auch dann außerhalb der Zone ausführen, damit man außerhalb von Rheinland verkaufen konnte. Das war schon ziemlich aufwendig. Eugens Enkel Wilhelm stand vor einer riskanten Entscheidung. Um weiter erfolgreich handeln zu können, musste er raus aus dem besetzten Rheinland. Auf nach Berlin. In den 20er Jahren lebten hier 3,5 Millionen Menschen. Hier tobte das Leben. Und mit Einführung der Rentenmark 1923 ging es vielen auch wirtschaftlich wieder besser. Von Schöneberg aus vertrieb Wilhelm Verporten mit einem Geschäftspartner Tafellikör und holländische Spezialitäten. Da war mein Großvater sicherlich in den 20er Jahren mit seinen Produkten an der richtigen Stelle und am richtigen Ort, ja. Vor allem eines kam dem Likörhändler zugute: das wilde Partyleben in der Nacht. Es wurde getanzt, hemmungslos gefeiert und vor allem auch getrunken. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Aber für Willi Verporten gehörte beides zusammen. Und unser Opa Willi, auch genannt der schöne Willi, war viel unterwegs und hat dazu gesehen, dass er den Barbetreibern und den Bardamen da die richtigen Spirituosen zugeschustert hat, damit sie seine treuen Kundinnen und Kunden wurden, die wiederum dann an die Konsumenten ausgegeben wurden. Ne? Also er war viel unterwegs und musste Türklinken putzen. 1921 heiratete der schöne Willi die Berlinerin Elli Matischok. Ein Jahr später wurde ihr Sohn Viktor geboren. Doch dann kam die Wirtschaftskrise. Ende der 20er Jahre wurden Lebensmittel zum Luxusgut. Eier für Likör gab es in Berlin nicht mehr.
Die Verportens brauchten einen Ort, an dem ihr Rohstoff keine Mangelware war. Sie fanden ihn in Niederbayern. Die Historikerin Dorit Maria Krenn leitet das Stadtarchiv in Straubing. In der Stadt an der Donau eröffnete Verporten in den 30er Jahren eine Zweigstelle. Es ist eine ungewöhnliche Unternehmensgeschichte, die hier in den Regalen lagert. Denn Firmenchef Wilhelm Verporten reiste nicht selbst nach Bayern, sondern schickte seine junge Ehefrau. Elli sollte sich um den Eiernachschub für das Berliner Stammhaus kümmern. Doch dabei blieb es nicht. Elli wurde selbst zur Eierlikörproduzentin. Spurensuche in der Straubinger Innenstadt. Dabei helfen alte Baupläne aus dem Stadtarchiv. Hier, auf dem Gelände eines Autohauses, war früher eine Brauerei. 1936 standen Teile davon leer. Elli Verporten hat da offenbar eben hier ein geeignetes Objekt gefunden für ihre Eierlikörproduktion. Es ging nicht nur um die Produktion von Eierlikör. Es ging um das Überleben des gesamten Familienunternehmens. Und Unternehmersgattin Elli Verporten wurde zur Unternehmerin. Also von den Zeitzeuginnen, die sie eben als Chefin, sag ich jetzt, und Mitarbeiterin erlebt haben, die haben gesagt, dass sie wirklich äußerst tatkräftig war. Auch humorvoll, aber wirklich diese Energiegeladenheit. Für die damalige Zeit war das sicherlich eine großartige Leistung, die sie da vor Ort mit dem Rekrutieren von Mitarbeiterinnen, von Mitarbeitern und Räumlichkeiten anmieten, die sie da gestemmt hat. Ja. Das war wirklich Hut ab. Hut ab. Große Frau. Ehemann Willi blieb meist im Berliner Stammhaus. Sohn Viktor musste an die Ostfront. Abgesehen vom Hausmeister und ein paar Fahrern arbeiteten nur Frauen in der Fabrik. Das wurde während des Kriegs zu Ellis Vorteil. Sie litt nicht unter den Abstellungen der Männer, die dann in den Krieg ziehen mussten. Ne, was ja oft viele Betriebe ganz zu schaffen gemacht hat. Sondern die Frauen sind ja da geblieben und haben hier weiterhin geschafft. Dass Elli Verporten während des Zweiten Weltkriegs im Keller der ehemaligen Brauerei überhaupt Eierlikör produzieren konnte, verdankte sie besonderen Umständen. Das war nicht einfach irgendwie jetzt, was weiß ich, Eier und Branntwein und Zucker in Massen zu kaufen, sondern die haben wirklich Zuteilungen bekommen, weil sie ein kriegswichtiges Produkt erstellten. Kriegswichtig, weil der Eierlikör als Stärkungsmittel für die verwundeten Soldaten galt. Während des Krieges lieferte Verporten darum jährlich 2500 Liter Eierlikör an das Deutsche Rote Kreuz. Hier im Keller überdauerte der Eierlikör so die Kriegsjahre. Doch draußen stand die Welt an einem Wendepunkt. Mit dem Einmarsch der alliierten Streitkräfte in Deutschland kündigte sich das Ende des Zweiten Weltkriegs an. Das Berliner Stammhaus war zerbombt und auch in Straubing war Schluss mit der Produktion von Eierlikör. Denn zunächst prüften die Amerikaner, ob das Unternehmen nicht mit dem Nazi-Regime verstrickt war. Wie überall in Deutschland herrschten auch hier chaotische Zustände. Plünderungen gehörten zum Alltag. Es hat auch die Firma Verporten getroffen. Es haben die Leute natürlich gewusst, dass hier was Gutes produziert wird. Und Zeitzeugen haben berichtet, eben, dass hier im Setzkeller knöcheltief der Eierlikörsee war. Und dass die Leute, vor allem die Altstadtbewohner, eben sich eimerweise diesen Eierlikör, aber auch die Soldaten, die amerikanischen Soldaten, sich diesen Eierlikör davon geschleppt haben. Die amerikanischen GIs feierten das Kriegsende mit Verportens Eierlikör. Auch die Familie von Dorit Maria Krenn hatte sich eine Schüssel sichern können. Diese ganzen Frauen sind um den Küchentisch gesessen und haben mit den Suppenlöffeln diesen Eierlikör aus. Und sie sind mit jedem Löffel beschwipster worden und lustiger worden. Und von daher ist Kriegsende und Eierlikör für meine Mama und wie gesagt für meine Oma war das immer eine Verbindung. Nach der Überprüfung des Unternehmens gab die amerikanische Militärregierung ihr Okay. Verporten durfte wieder produzieren. Von nun an führte die Familie den Betrieb zu dritt. Denn auch Sohn Viktor kehrte aus der Kriegsgefangenschaft zurück und kam nach Straubing.
Doch das Firmengelände wurde bald zu klein. Und die Lieferwege in die großen Städte waren zu weit. Heute steht die Firmenzentrale von Verporten in Bonn. Und dort hat Ellies Enkel William gerade ein Problem. Die Maschinen stehen still. Wenn der Produktionsablauf stockt, kann das schnell zu einem größeren Schaden werden. Vor allem, wenn man es mit sensiblen Eiern zu tun hat. Heute kann der Chef aufatmen. Die Störung ist behoben. Die Eier rollen wieder im Akkord. Die Hightech-Anlage ist extrem empfindlich. Schon bei einer kleinen Unregelmäßigkeit schaltet sie sich ab. Was war denn der Grund für die Störung? Ja, Brücke aneinander geklebt. Okay. Ja. Kleine Ursache, große Wirkung. William Verporten ist allein verantwortlicher Chef des Unternehmens. Aber die tägliche Auszeit am Rhein muss sein. In mir stecken 100% Rheinländer, weil ich bin ja nun der Erste, der in Bonn geboren wurde. Der Vater ist Berliner, die Mutter ist Münchnerin und ich war das erste Kind in Bonn. Dass das so kam, war nicht selbstverständlich. Seine Großeltern und sein Vater in Straubing mussten eine Entscheidung treffen. Was war der beste Platz für das Unternehmen? Berlin lag nach dem Krieg mitten in der Sowjetzone und kam nur als Zweigstelle in Frage. Der Hauptsitz der Firma musste zentraler liegen. Dort, wo jetzt die Musik spielte. Wir hatten drei Standorte. Neuss, es gab Frankfurt und es gab Bonn. Und Bonn wurde Bundeshauptstadt. Und dann hat der Vater die Entscheidung getroffen, nach Bonn zu gehen. 1949 hielt die Politik der jungen Republik hier Einzug. Diplomaten, Beamte, Politiker. Das kleine Bonn wurde zum Hotspot. Dann erkläre ich die erste Sitzung des Bundestages der Bundesrepublik Deutschland für eröffnet. Am Bonner Verteilerkreis errichtete Verporten 1952 sein neues Firmengelände. Und der Eierlikör wurde wieder zum Produkt aus dem Rheinland. Jetzt saß Verporten mitten in der Stadt, mitten im bevölkerungsreichsten Bundesland. Und irgendwie auch am Nabel der Welt. Wenn irgendwelche Politiker dann hier empfangen wurden, da erinnere ich mich zum Beispiel dran, dass man dann auf den Markt ging und guckte dann halt, wenn die Autos dann anfuhren oder die Personen dann oben auf die Treppe stiegen. Und dann war dann halt Bonn eben eine besondere Stadt. Sogar der mächtigste Mann der Welt bekam die Eierlikörfabrik zu Gesicht. Wenn dann so sternförmig die weißen Mäuse, das waren damals die Polizisten mit den weißen Helmen, mit ihren stolzen Motorrädern der Kolonne vorfuhren und hinterher kamen dann die schwarzen Limousinen. John F. Kennedy ist hier um unseren Verteilerkreis gefahren worden. Da haben wir oben auf dem Dach gestanden, hier auf unserem zweigeschossigen Gebäude, dann haben wir das von hier oben mit beobachten können. Vorbei die Zeit in der bayerischen Provinz. Verporten war jetzt mittendrin. Das war schon Hauch der großen, weiten Welt, ganz bestimmt, ja. Bonn knüpfte Beziehungen mit Staaten rund um den Globus. Und Diplomaten aus aller Herren Länder zogen in die Nachbarschaft des Eierlikörproduzenten. Die Stadt hat sich insofern verändert, als wir Bundeshauptstadt waren. Es waren ja viele Nationalitäten plötzlich hier, viele Fremde. Auch in der Stadt. Das nutzten die Verportens. Ausländische Delegationen interessierten sich für die moderne Produktionsstätte am Bonner Verteilerkreis. Neben diesen diplomatischen Besuchen gab es immer auch Besuchsprogramme. Was lag da näher, als auch den Eierlikörfabrikanten zu besuchen? Doch Besucher kamen nicht nur zum Eierlikör. Der Eierlikör ging nun von Bonn aus auch raus in die Welt. In alle Herren Länder wurde exportiert und das Geschäft wurde immer weiter ausgedehnt. Auch in Übersee trank man jetzt Verporten. Damals wie heute meine ich ja auch, dass deutsche Nahrungsmittel einen ausgesprochen hohen Stellenwert haben und man schon wertschätzt und weiß um die Qualität, die da aus Lucky Old Germany verfrachtet wurde und heute auch noch wird. Immerhin.
Das Rezept für den Likör ist immer noch dasselbe wie vor 150 Jahren. Die Produktion sieht allerdings etwas anders aus. Am Anfang steht der sogenannte Eieraufschlag. Hier wird das Eigelb vom Eiweiß getrennt. Denn das wird für den Eierlikör nicht gebraucht. Diese Maschine schafft unglaubliche 120.000 Eier pro Stunde. Vor 50 Jahren war das undenkbar. Damals wurde das alles noch von Hand gemacht. Das war ja noch alles ganz einfach und primitiv damals. Da schwamm das Eiweiß in Bahn und es wurde mit der Schöpfkelle, wurde der Eidotter, der reingefallen ist, aus Versehen, der wurde rausgeschöpft und dann rübergeangelt. Ein schlechtes Ei da vielleicht drin war, das wurde dann rausgeschöpft. Das könnte man heute nicht mehr bezahlen. Es wäre auch vom hygienischen Standpunkt her war das zweitklassig. Aber was passiert denn nun mit dem Eiweiß? Ein Drittel vom Ei ist nur das Eidotter und das wollen wir eigentlich nur haben. Aber durch das Aufschlagen haben wir natürlich zwei Drittel Eiweiß. Das müssen wir auch unters Volk bringen, das müssen wir auch wieder vermarkten, sonst stimmt die Kalkulation nicht. Immerhin fallen täglich bis zu 35.000 Liter Eiweiß an. Es wird als Sprühschaum verkauft, zum Beispiel als Grundlage für Baisers, Cremefüllungen und Schokoküsse. Damit macht Verporten rund 15% seines Umsatzes. Nur das Gelbe vom Ei wird zu Likör. In geschlossenen Tanks wird es mit Wodka und geheimen Zutaten zu einer Emulsion vermischt. Das genaue Rezept hält die Familie seit 150 Jahren unter Verschluss. Schon bald wurde klar, der Umzug in die junge Hauptstadt war die richtige Entscheidung. Hier ließ sich mit dem Eierlikör prächtig verdienen. Denn gefeiert wurde immer irgendwo. Es gab immer wieder den Bonner Presseball. Und da hat natürlich Vater schon zugesehen, dass die Marke da präsent war und bei den Tombola-Gewinnen immer rein zufällig mit angeboten und verschenkt wurde. Die Eltern waren natürlich in Bonn mit vielen befreundet und gab dann auch Genscher, der bei uns dann das ein oder andere Mal auf dem Fest war oder auch andere Politiker. Es war auch damals die Partyzeit und im alten Elternhaus hatten wir auch einen Partyraum, eine Kegelbahn und da war es dann schon ganz lustig, ja. Elli Verporten hatte das Unternehmen schon kurz nach dem Umzug an ihren Sohn Viktor übergeben. Er sollte das Likör-Imperium in die Zukunft führen. Vater hatte immer eine Krawatte an, immer Jackett, immer akkurat. Er kam nachmittags bei Hitze 30, 35 Grad, das spielte alles keine Rolle. Er kam im leichten Jackett und hat uns also gezeigt, es ist doch überhaupt nicht warm, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Brunhilde Fassbender arbeitete 30 Jahre im Unternehmen und war lange Chefsekretärin von Viktor Verporten. Wenn Herr Viktor Verporten ins Haus kam, dann war sein erster Gang eigentlich die Produktion. Dann wurde mit dem Betriebsleiter gesprochen, dem einen oder anderen Mitarbeiter. Und dann ging er langsam ins Bürogebäude, bis er dann wirklich in seinem Büro in der obersten Etage landete. Sprich, dann bei mir war. Das dauerte oft sehr, sehr lange. Viktor Verporten war der Patriarch des Unternehmens, das er 47 Jahre leitete. Sein Sohn William hat viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Er hat grundsätzlich Papier aufgehoben, was irgendwo auf dem Hof rumflog, um einfach zu demonstrieren, darauf lege ich Wert. Und da haben andere natürlich auch gesehen, Menschenskinder, wenn der das schon macht, dann muss ich das vielleicht auch mal tun. Er war ein sehr sparsamer Mensch. Wenn er also durch die Büros ging und das Licht brannte noch, dann wurde überall, hat er uns immer das Licht ausgeknipst. Unter Viktors Führung wuchs die Firma konstant. Man war erfolgreich. Das weckte Begehrlichkeiten. Es sind schon an uns herangetragen worden, von größeren Spirituosenfirmen und Firma zu kaufen. Wir hatten ja schon, ich weiß nicht, wahrscheinlich 20 Mal verkaufen können.
Aber natürlich das Erbe der Generation vorher weiterzuverfolgen, ist schon wichtig. Das ist eigentlich immer wieder abgelehnt worden. Das kam gar nicht in Frage. Wir verbrauchten. Ein sehr bedeutendes Beispiel von so einer Familienunternehmen, wo man denkt, man fühlt sich auch selbst anders verantwortlich für sein Eigentum, als vielleicht in einem Unternehmen, wo sehr stark managerorientiert entschieden wird. Aber natürlich müssen sich auch Familienunternehmen wie jedes andere am Markt behaupten. Und das hieß für Verporten ein Name, ein Produkt, Eierlikör. Der Firmenchef setzte alles auf eine Karte. Vater hat sich halt konzentriert auf eine Marke und hat nicht einen Bauchladen an verschiedenen Spirituosen hergestellt, sondern eine Marke und die Marke richtig zu machen. Und ist heute das Positive, dass es im Grunde nur Verporten als die Marke gibt. Ne? In der Kategorie Eierlikör. Doch an anderer Stelle war der Chef durchaus aufgeschlossen für Experimente. Der Senior hatte grundsätzlich, sage ich jetzt mal, der hatte grundsätzlich das letzte Wort, klar. Ne, der hat uns alle befragt und der steht einmal vor unserem Schreibtisch, das werde ich nie vergessen, dann hatte er eine Gipsflasche. Das war eine Glockenflasche. Da stellt er die Flasche hin und sagt, was haltet ihr dann von der Flasche? Boah, hat er gesagt, nee, so ein Eumel, um Gottes Willen, das sieht ja verheerend aus. Die ist nachher gelaufen. Die Glockenflasche, er hatte recht. Vor allem zu Ostern und Weihnachten wurde die Flasche zum Klassiker. Rund 50 Millionen Euro Umsatz macht Verporten heute nach eigenen Angaben im Jahr. Das ist die Ware, die vom Labor freigegeben wurde, für die Abfüllung. Die ist heute Morgen freigegeben worden und morgen geht's auf die Flasche. Auf Band 1. Okay. Destillateurmeister Bernhard Roth ist dafür verantwortlich, dass jedes Glas Likör so schmeckt, wie es schmecken soll. Einwandfrei. Ja. 12 Eidotter stecken in jedem Liter Likör. Rohe Eier. Ein empfindliches Produkt. Es besteht der Verdacht, dass sie dioxinbelastet sind. Uns liegen interne Mitteilungen aus den Niederlanden vor, die den Nachweis von Fipronil. Eiern aus den Niederlanden ist das. Bei einer Stichprobenuntersuchung der Bundeswehr in Süddeutschland war jedes siebte Ei mit Salmonellen belastet. Das wäre ja verheerend, wenn wir mit irgendeinem Skandal in Verbindung gebracht würden. Das wäre eminent. Dann könnte ich ja ab morgen Urlaub machen, den Rest des Lebens. Dass so etwas bisher nicht passiert ist, liegt auch an der peniblen Kontrolle im firmeneigenen Labor. Das Ei muss zuerst auf die Waage. Dann wird es vermessen. Je höher das Eiweiß, desto frischer das Ei. Der Computer gleicht Gewicht und Eiweißhöhe ab. Außerdem werden bei jedem Produktionsschritt mikrobiologische Untersuchungen gemacht. Die Farbe des Eidotters hängt vom Hühnerfutter ab. Mit einem Farbfächer prüft das Labor, ob der Lieferant die Vorgaben eingehalten hat. Nur so ist sichergestellt, dass der Eierlikör immer die gleiche Farbe hat. Zurück in die 70er. Der Eierlikör war zum Klassiker geworden, für den jetzt auch Promis Werbung machten. Wir haben ja damals auch bekannte Schauspieler gehabt, die für uns TV-Werbung gemacht haben. Tommy. Allen voran Georg Thomalla. Das Richtige für eine so liebe kleine Frau wie du. Tommy, ei, ei, ei. Ei, 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 ihr Süßen, wie wär's denn mit dreimal ei, ei, ei verporten? Ei, ei, ei verporten pur, ei, ei, ei verporten in Cola und ei, ei, ei verporten in Cognac. Ei, 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 verporten. Damals ganz, ganz hoch angesehen war natürlich auch Peter Kraus. Hallo, jetzt zaubert mein Talent, verporten dreimal als Essenz. Peter Kraus war unser Idol und der kam jetzt im Fernsehen, machte also Werbung für die Firma, für die man tätig war. Einmal so, einmal so und einmal so. Ei, ei, ei und dreimal froh. Ja, da war man schon stolz. Doch die genialste Idee war wohl die mit dem Slogan. Denn den bekam man einfach nicht mehr aus dem Ohr. Dabei war die Melodie alles andere als neu. Ein Schlager aus den 40ern.
Eieiei, Maria, Maria de Bahia. Soweit ich erinnere, war das unsere damalige Kölner Werbeagentur, die uns diese Namensverwandtschaft mit dem Eieiei, Maria, Eieiei, Verporten näher gebracht hat. Und der Vater fand das genial und hat das relativ schnell aufgegriffen. Bis heute zahlt die Firma Lizenzgebühren für den Schlager. Immer wieder gab es kreative Werbeagentur, die wir hier haben kommen und gehen sehen, haben immer wieder versucht, komplett mit dem eisernen Besen alles wegzukehren, zu sagen, wir haben jetzt ganz was Neues und wir haben das Rad neu erfunden. Also das Rad haben wir schon einigermaßen am Wagen gelassen und zugesehen, dass man es neu steuert, aber neu austariert, aber nicht gänzlich aufgibt. Dadurch haben wir heute einen Bekanntheitsgrad von 93-95% gestützt, was sich jeder wünschen würde. Eierlikör war ein Getränk für jede Gelegenheit und jedes Alter. Der Eierlikör hat in den 70er Jahren eine große Rolle gespielt. Er war in jedem Haushalt vertreten. Die Flasche stand auf dem Tisch, wenn Kaffee getrunken wurde. Zum Kuchen gab es immer ein Eierlikörchen. Trotz seiner 20% Alkohol galt der Eierlikör als familientauglich. Sogar Kinder leckten heimlich schon mal die Gläschen aus. Er stand auch Weihnachten grundsätzlich als Flasche unterm Weihnachtsbaum. Also ohne die Flasche unterm Weihnachtsbaum konnte das Christkind nicht ansegeln. Das war völlig klar. Unsere Mutter hat viel gekocht, viel gebacken. Es gab oft ein Dessert mit Verporten, über Früchte, über Vanilleeis. Und das haben wir schon sehr gelebt. Wichtig war natürlich auch immer, dass die Flasche, wenn sie dann kreiste, als Flasche zu erkennen war, mit dem runden Logo und nicht verbrämt in irgendeine Karaffe neutral umgefüllt wurde. Das ging gar nicht. In den 90er Jahren bahnte sich bei Verporten der Generationswechsel an. Vor allem William, der Älteste, übernahm immer mehr Verantwortung vom Senior. Das kommt jetzt so aus dem Vierfach-PC. Ich glaube, für die erste Aussendung, für die Verkaufsleiter, reicht das so. Vater hat das mit dem Internet, das hat er nicht so richtig für bar genommen. Das wollte auch gar nicht. Wofür dieser ERN-Strichcode? Ich weiß noch, dieser Barcode auf der Rückseite, wie es hieß plötzlich, das wäre jetzt Usus und das wäre förderlich beim Verkauf. Das hat er nicht so richtig eingesehen vor 30 Jahren. Schon während der Schulzeit hatten seine Söhne im Betrieb gejobbt und kannten die Abläufe. Ich habe ja auch mal so ein paar Wochen in der Produktion mal mit verbracht. Und das war schon lustig. Man wurde da zurückgehalten mit Taschengeld. Das floss ja nicht in Strömen. Insofern musste man sich das verdienen. Und das war ein harter Job. Das war von morgens früh bis spät nachmittags. Da wusste man schon, was man getan hat. Die ehemalige Chefsekretärin Brunhilde Fassbender hatte auch privat engen Kontakt zur Familie und kennt die beiden Söhne seit ihrer Jugend. Dirk Verporten unterscheidet sich, glaube ich, in seinem ganzen Wesen von dem älteren Bruder. Er ist viel spontaner gewesen. Mein Bruder, der ist gerne unter Menschen, der lädt auch gerne ein. Ein lieber Bruder. Kann auch gut Witze erzählen. Er ist geradlinig. Macht schon Spaß mit ihm, das unterwegs sein. Also der ist kein Langweiler. Ja, und ist 10 Jahre älter als ich. Beide Brüder arbeiteten zeitweise gemeinsam im Familienunternehmen. William im Export, Dirk im Marketing. Doch als die Firmenübernahme näher rückte, war klar, nur einer kann das Familienunternehmen als Geschäftsführer leiten. Daran ließ Patriarch Viktor keinen Zweifel. Mein Vater war Segler, hat immer gesagt, es kann immer nur einer an der Pinne am Ruder stehen, sonst weiß das Schiff nicht, wo es hinläuft. Also zwei Steuermänner, das ging nicht. Und da ich das nicht war und ich nicht die zweite Geige spielen wollte, habe ich mich dazu entschlossen, eigene Firmen zu gründen und zu managen. Doch auch mit seinen eigenen Firmen blieb Dirk Verporten in der Getränkebranche. Er handelte mit Sirup und gründete einen Importhandel für ausländische Spirituosen. Am Unternehmen Verporten hält er knapp ein Viertel der Anteile. Am liebsten zieht es den Geschäftsmann in die Natur. Er liebt die Eifelwälder, hat hier einen zweiten Wohnsitz. Mir fallen auch mal die besten Ideen ein, wenn ich in der Natur bin. Und da habe ich dann Ruhe und da stört mich keiner. Und dann läuft keine E-Mail und kein Handy. So ist das, ja.
Bei seinem neuesten Unternehmen kamen ihm die Erfahrungen seiner Vorfahren zugute. Ein Dachbodenfund, so erzählt er, hat ihn zurück in die Geschichte seiner Familie geführt. Wir hatten im Elternhaus, hatten wir ein großes Elternhaus in Bonn am Venusberg. Und da war ein großer Speicher, den wir eigentlich so gut wie nie aufgesucht haben. Und irgendwann sagte meine Mutter, da oben ist noch ein Überseekoffer. Und dann habe ich vor vielen Jahren den Überseekoffer mal rausgeholt. Der alte Koffer gehörte Elli Verporten. Darin habe er ein handgeschriebenes Rezept für einen Kräuterlikör gefunden, den seine Großmutter einst kreiert habe, erzählt er. Als Elli Verporten starb, war Dirk gerade mal 3 Jahre alt. Zu ihren Ehren habe er den Likör neu aufgelegt, nannte ihn aber nicht Verporten, sondern Hirschrudel. Ich möchte gerne neben Deutschland auch ausländische Märkte forcieren. Da wünsche ich mir, dass wir in den nächsten Jahren die 1 Million Flaschen vielleicht international dann auch schaffen. Die Entscheidung, sein eigenes Ding zu machen, fand ich sehr gut. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass so, wenn Brüder im Unternehmen sind, dass das auch nicht so auf Dauer erfolgreich fürs Unternehmen ist. Bis zu seinem Tod ließ Viktor Verporten es sich nicht nehmen, regelmäßig in die Firma zu kommen. Die Übergabe erfolgte nicht von einem Tag auf den anderen. Viele Jahre hatten Vater und Sohn zuvor Seite an Seite gearbeitet. Ich habe ja anfangs, hier gerade in diesem Büro, das Vaters altes Büro, hatte ich anfangs hier einen zweiten Schreibtisch stehen. Willi und mein Vater saßen ja 14 Jahre in dem Büro zusammen. Das hätte ich wahrscheinlich meinem Vater nicht ausgehalten. Vater und ich, wir waren relativ gleich, was zum Teil schön war, zum Teil aber auch nicht immer ganz gut funktionierte. Dann knallt es halt auch mal. Ich habe eine ganze Menge natürlich an Telefonaten und an Besprechungen hier im Büro miterlebt. Insofern war das ein gleitender Übergang. Der Übergang war sehr wahrscheinlich für beide nicht so einfach, weil es waren ja auch wieder Generationen, die sich hier zusammenraufen mussten. Seit 2003 leitet William Verporten das Familienunternehmen alleine. Ich habe mich natürlich lange Zeit immer wieder daran erinnert, dass man hätte jetzt ganz gerne noch mal Rat geholt. Und man muss natürlich dann auch irgendwann selber schwimmen lernen. Ja, also Vater war ja, mein bester Freund. Und auch unter William bleibt es dabei. Verporten produziert Eierlikör, sonst nichts. Aber natürlich hat man hier in Bonn auch neue Ideen. Arbeitet mit Süßwarenherstellern, Bäckereien und Tiefkühlfirmen zusammen. Aber der meiste Eierlikör kommt nach wie vor in die Flasche. Seit kurzem auch in 2 neuen Geschmacksrichtungen. Pfirsich-Maracuja und Amaretto. Täglich gehen rund 150.000 Flaschen Likör in unterschiedlichen Größen übers Band. Wie viel Liter das sind, verrät das Unternehmen nicht. Geliefert wird in 30 Länder der Welt. Eine Dynastie, die ihren Erfolg einem einzigen Produkt verdankt. Ein Risiko, das weiß auch William. Bei uns muss, wie beim Türschlag vom Rolls-Royce, muss das satt ins Schloss fallen und darf nicht klappern. Das Etikett muss sitzen, die Ausstattung muss sitzen, das Produkt innen drin darf überhaupt keine Diskussion ausführen. Da müssen wir einfach der Beste sein. Aber gutes Aussehen alleine reicht nicht. Als Markenartikler muss man nicht nur gut sein, man muss auch gut darüber sprechen, damit es auch Dritte hören und verinnerlichen und wahrnehmen und weitersprechen. Und vor allen Dingen muss man den Konsumenten natürlich ansprechen und da muss man State of Art sein. Habt ihr Verporten schon mal gemischt? Nee. 2004 gilt das als mutig. Verporten lässt in der Werbung Laien vor die Fernsehkamera. Auf Eis mit Sekt aufgefüllt. Okay. Die wussten bis dahin nicht, um was es geht. Die waren nur eingeladen, können Sie sich vorstellen, morgen Nachmittag für 1 Stunde im Werbefernsehen aufzutreten für eine bedeutende Spirituosenmarke. Mögen Sie Spirituosen? Ja, möglich. Wunderbar, sind morgen eingeladen. Also den Geschmack kann ich aber schlecht beschreiben. Und dieses, das war viel, viel glaubwürdiger, als wenn er gesagt hat, oh, das schmeckt aber gut, das finde ich super, das kann ich empfehlen. Doch alles hat seine Grenzen. Auch beim Eierlikör.
Uns wurde vorgeschlagen, das war für die damalige Zeit, haben wir uns das nicht getraut, was vielleicht man zu Hause tut, aber sich nicht dabei erwischen lassen möchte, das Ausschlecken des Glases bis zum Grund. Das fanden wir dann doch zu dicht am Konsumenten und haben das dann lieber sein lassen. Der Spruch war dann, bei Verbrochen geht man bis zum Letzten. Das haben wir nicht genommen. Und es geht werbetechnisch auch schon mal etwas daneben. Wenn die Mädels sagen, also was habt denn da für ein heißes Luder mit Spaghetti-Trägern rumrennen, die sich nur um die Männer bemüht und versucht ständig den Mädels ihre Freunde oder ihre Ehemänner da abspenstig zu machen und bei der Gelegenheit völlig vergessen wird, um welche Marke es geht und handelt, ja, dann ist mir ja spätestens auf dem Holzweg. Der produzierte Spot wurde gleich wieder eingestampft. Ich kann naschen. Auch wir lernen noch dazu, da sind wir auf einem guten Weg, ja klar. Denn heute reicht Fernsehwerbung längst nicht mehr aus, um bekannt zu sein. Wir gehen auch mehr und mehr in Online-TV und wir gehen mehr und mehr natürlich auch in die Social Medias. Und da müssen wir auch Instagram und wie sie alle heißen bedienen. Ich denke, in Sachen Social Media hat der Chef wahrscheinlich nicht so große Kompetenzen, aber er vertraut auch in uns, dass wir da unser Bestes geben. Man sollte so gesund sein und schlau sein, sich dafür Leute zu holen, die das dann machen. Weil dieser Markt ist so schnell, das kann man gar nicht selber. Deshalb lässt Verporten ein junges Team ans Ruder. Isabel Kornau und Laura Vogel, beide Anfang 20, sind Mediengestalterinnen. Im kleinen hauseigenen Studio produzieren sie Fotos und Clips für soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram. Sie setzen auch auf die Werbung durch Foodblogger. Die Blogger-Szene ist für uns auch wichtig, weil man dann halt explizit diese Leute erreicht, die halt gerne backen oder kochen oder Desserts machen und man dadurch halt das Publikum nochmal erweitern kann. Deshalb ist der Eierlikör mit seinen rund 150 Jahren jetzt online, zum Beispiel mit eigener Facebook-Seite. Rezeptideen für Kuchen und Cocktails, Clips, Fotostrecken, eine Community der Zehntausende folgen. Auch der Chef. Der freut sich, wenn er von den jungen Kolleginnen noch etwas lernen kann. Vor allem, wenn man so auch neue Kunden erreicht. William und Dirk jedenfalls machen sich keine Sorgen um die Zukunft ihrer Eierlikör-Dynastie. Ich glaube, dass es Eierlikör in 50 Jahren noch geben wird. Wir halten das Produkt am Leben. Und wir bauen es aus. Und momentan hat Eierlikör per se gesprochen eine richtige Renaissance. Doch wie sieht's mit der nächsten Generation aus? Natürlich wünscht sich der Chef, dass er die Verantwortung irgendwann an Sohn oder Tochter übergeben kann. Bis heute ist es noch nicht ausgeguckt, wer man was macht. Also ich weiß ehrlich gesagt heute noch nicht genau, was die beiden machen wollen. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja noch knusprig und jung. Insofern habe ich ja noch viel Zeit, mir das zu belegen. Aber es ist ein gewaltiger Ansporn. Und dann würde die sechste Generation hier am Bonner Verteilerkreis an den Start gehen. Mit einem Produkt, das seit 150 Jahren den Erfolg der Familiendynastie sichert.